Willkommen zurück, Leute, zu einer Runde TFT, wieder mit League of Legends. Diesmal erkläre ich euch ein paar Sachen. Es hatten einige mir gesagt, dass sie das noch gar nicht kennen. Und deswegen gibt es eine kleine Erklärung heute mit dazu. So die grundlegenden Sachen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es euch mal angucken, was müsst ihr unbedingt wissen? Und was sind da so die wichtigsten Sachen, die man da mitnehmen sollte? Hier am Anfang kann man mal so gucken, wenn ihr auf das Profil klickt, welche Stufe haben die Leute und ja, welches Level ist es ungefähr. Hier haben wir den Level 18er dabei. Hat aber im TFT nie wirklich viel zu sagen. Also, manche spielen halt nur TFT und da schießt man die ganz so hoch mit dem Level. Ist wie bei League of Legends. Das ganze Game arbeitet mit einem Metasystem. Bedeutet also so viel, dass die einige Sachen anpassen, verändern, wenn die jetzt merken, gut, ein Champion ist zu stark oder ein gewisses Setup ist einfach zu overpowered, dass sie das da ein bisschen mit anfassen. Anpassen. Und ja, hier am Anfang, ihr spawnt mit allen zusammen, könnt euch hier frei bewegen und müsst euch schon am Anfang so ein bisschen was raussuchen, was ihr spielen wollt, was ihr nehmen könntet. Hat am Anfang auch noch nicht so viel zu sagen. Die drei stehen hier zum Beispiel nur rum. Ja, es entscheidet sich halt vieles. Hier oben könnt ihr gucken, ob es eine Sonderregel gibt oder ob es ein normales Game ist. Hier in dem Fall ist es ein ganz normales Spiel. Sonst gibt es da immer Sonderregeln, wird dann aber auch hier oben alles mit erklärt. Die ersten drei Runden sieht so aus, dass ihr gegen kleine Mobs kämpft. Und die dann entweder droppen die Items. Unser Champion hat von Haus aus immer schon ein Item drauf. Sieht man auch, wenn man drüber fährt, was bringt mir das Item. Seit neuestem mit Rechtsklick sogar zu sehen, mit was muss ich es kombinieren, um welches Item zu kriegen. Ja, dann geht's hier unten weiter und könnt immer sozusagen euch ein gewisses Set zusammenstellen. Wie ihr jetzt zum Beispiel hier oben seht, haben wir jetzt die Caitlyn, wäre Krone und Scharfschütze, steht auch immer mit hier. Und ja, was euch das jeweilige bringt, wird auch immer klein mit beschrieben, entweder hier, wenn ihr da drüber geht, oder auf dem Champion selber. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen anpassen sozusagen. Wenn ihr drei Champions habt, die gleich sind, werden die aufgewertet auf Stufe 2. Das steht dann auch immer hier. Macht jetzt im Falle von der Caitlyn einfach mehr Schaden. Ne, von 750 steht dann da unten auf 1500. Das ist schon ein krasser Sprung. Und dann auf Stufe 3 auf 2250 ist dann so, dass ihr fast alles one-shotten werdet. Außer jetzt große Tanks oder ähnliches. Und ja, ich mache es am Anfang so, ich hole mir erst immer mal alles, was ich unten so für Gold kriegen kann, was ich denke, das ist wichtig. Das könnte ich bauen. Dann hier, natürlich ist es immer besser, wenn ihr jetzt 6 Frontkämpfer habt, statt 2 Frontkämpfer, weil einfach dieser Buff dann höher ist, den ihr da bekommt. Und jetzt können wir hier schon drüber gucken, wenn wir die 2 Items jetzt hier an der Seite zusammenschmeißen, wird zum Beispiel Zekes Herold draus, dass die Verbündeten am Anfang 30% Angriffstempo kriegen. Könnten das natürlich jetzt auch auf die Caitlyn geben. Das wird dann ein Hextech Gunblade. Gewährt quasi eine gewisse Heilung. Oder hier das Morello Nomicon. Ihr könnt es gerne pausieren und euch das dann durchlesen in Ruhe. Dass dann durch Fähigkeiten zum Beispiel noch mehr Schaden verursacht wird. Aber die Mission, ja, wir haben jetzt von jedem Dorf in Hund sozusagen. Wir haben hier Rebell Raufbold, wir haben Kosmisch Beschützer, haben hier nochmal einen Beschützer, könnten also versuchen, auf die Beschützer zu gehen. Sternwächter sind zurzeit immer sehr beliebt. Gucken wir einfach mal. Die hat fast dasselbe wie wir hier an der Stelle. Man müsste halt immer gucken. Am besten, ihr guckt dann, gebt bei Google ein, League of Legends TFT Meta oder sowas. Und könnt dann immer gucken, was zurzeit angesagt ist.
Ja, wir haben jetzt nie wirklich was Passendes. Wir könnten jetzt sagen, entweder mir sparen. Hier sieht es immer so aus, hier an der Seite wird das Gold angezeigt. 10 Gold, 20 Gold, 30 hat man dann jeweils immer so einen kleinen goldenen Button dafür. Und pro 10 Gold gibt es Zinsen. Und da gibt es pro Runde immer noch 1 Gold mit dazu. So haben wir jetzt hier Gesamteinkommen pro Runde 4. Hätten wir jetzt 10 Gold, würden wir quasi 5 einnehmen. Weil wir durch die 10 Gold Zinsen kriegen. Könnt auch hier an der Seite, habt ihr so einen Neuladen-Button. Da erscheint euch das einfach nochmal hier unten neu und ihr könnt nochmal neue Champions versuchen. Oder ihr geht hier auf Erfahrung kaufen, was er jetzt gemacht hat tatsächlich, weil wenn ihr an der Seite immer noch einen Schaden vergleichen, hat jetzt einfach 4 Einheiten. Wir haben 3. Er hat also quasi schon aufgewertet. Wir nehmen jetzt hier einfach nochmal einen zweiten Beschützer rein. Der Beschützer-Buff wird aktiviert und die erhalten einfach, wenn die eine Fähigkeit machen, ein Schild. Und je nachdem, wie viele Beschützer wir haben, umso stärker wird auch dieses Schild werden. Wir gucken natürlich hier, dass wir Caitlyn und Rakan und Jarvan bei Zeitenlevel abkriegen. Einfach damit wir die mehr Damage fahren und dann vielleicht sogar Chrono und Beschützer gehen. Da müssen wir aber erstmal gucken. Hier hatten wir zum Beispiel noch einen Beschützer. Den holen wir uns mal mit. Wir gucken jetzt einfach hier unten, ob wir Chrono oder Beschützer zusammenkriegen. Wenn wir hier gucken, die Caitlyn teilt schon ordentlich Schaden aus. Aber das passiert fast nur mit der Ult. Wurde man auch wieder geschlagen. Es hat auch seine Vorteile zu verlieren, tatsächlich. Und zwar gibt es eine Serie, wenn man dann 2 bis 3 Mal verloren hat, kriegt man 1 Gold plus. 4 Mal verloren, nur plus 2. Und ab 5 Mal oder mehr gibt es 3 Gold dazu pro Runde. So, hier gibt es fast nur Spatulas. Gucken wir, ob hier Beschützer dabei sind. Leider nee. Gucken wir, ob Chronos dabei sind. Chronos sind 2 dabei. Der Ace und der Blitz. Und Ezreal bringt uns hier einfach mehr. Deswegen auch in diesem Kreis, wenn ihr dran seid oder kurz bevor, hovert mal kurz hier über diese Eile an der Seite. Ist auch neu, dass das euch jetzt angezeigt wird, welcher Champion zu welcher Sparte passen würde. Ihr könnt natürlich auch immer hier unten gehen und gucken, okay, was für Items habe ich, was brauche ich unbedingt noch. Und bei uns sieht es jetzt so aus, dass wir die Leona gegen die austauschen. Gegen den Ace. Und haben jetzt hier sozusagen schon 2er Chrono, 2er Beschützer und die Caitlyn gerade eben Level 2. Wir hätten hier noch ein Chrono. Ihr könnt euch auch mal gucken, bringt euch der Buff von diesem jetzt besonders viel. Alle Verbündeten erhalten alle paar Sekunden 15% Angriffstempo. Ist relativ nice, weil es auf alle geht, nicht nur auf Chrono. Viele Buffs sind auch so ausgelegt, dass die nur die kosmischen betreffen, die Blaster betreffen oder die Sternvernichter betreffen. Hier bei Chrono ist es tatsächlich so, es geht auf alle. Ja, was ihr jetzt habt. Holen uns mal noch ein Chrono und hier ist noch ein Chrono. Wir probieren das die Runde einfach mal. Ist natürlich kein Versprechen, dass wenn wir jetzt nur auf Chrono gehen, dass das das auch hinhaut am Ende. Hat aber auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Wir könnten jetzt hier vielleicht sogar schon für ihre Chrono gehen. Wir probieren das einfach mal. Nicht so viel rumprobieren. Wir packen die ganzen Beschützer hier in eine Ecke und die ganzen Chronos in die andere Ecke, dass wir das ein bisschen sortiert haben. Bedeutet jetzt natürlich, dass wir alle 3 Sekunden Angriffstempo dazu kriegen. Bringt uns nicht ganz so viel. Hier haben wir jetzt unser Gold-Button. Bedeutet also, dass wir gespart haben. Wir könnten jetzt Beschützer will ich nicht unbedingt verkaufen. Der hat jetzt 0. Sozusagen, der hat sein Gold investiert. Einfach hier, um Level abzugehen und eine Unit mehr reinzunehmen. Wir haben mittlerweile 5 Mal verloren. Bedeutet aber auch, dass wir 3 Gold dazu kriegen.
könnten jetzt also für Level Up gehen und nehmen hier einfach den Beschützer nochmal mit rein. Jetzt haben wir wieder so eine Add-Runde. Ist gar nicht so verkehrt. Durch den Spatula, den jetzt hier zum Beispiel der S hat, besteht immer eine Möglichkeit, den jetzt aus einem zu einem Chrono zusätzlich noch eine andere Möglichkeit zu geben, wo der hingeht. Also was man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Riesenschwert drauf machen, ist er automatisch noch mit dem Klingenmeister, verliert aber nie seinen eigentlichen Buff. Was das Ganze relativ interessant macht. Jetzt haben wir noch einen Blitz bekommen. Packen wir einfach mal hier hinter. Wenn das hier tauschen. Gucken einfach mal. Positionierung ist auch wichtig. Ist ganz normal, dass die Fernkämpfer ein bisschen weiter hinten stehen als die Nahkämpfer. Können wir hier gucken, was wir vielleicht schon zusammenpacken können. Können es natürlich auch so machen, wenn wir das jetzt nie. Weil was immer drauf ist auf dem Champion, das bleibt in Items. Können wir dem Azrael zum Beispiel jetzt hier ein Ludens Echo geben. Was dann schon bedeutend mehr Damage macht. Das wird aufgerechnet tatsächlich auf die Fähigkeiten. Da haben wir jetzt sozusagen unseren ersten Win eingefahren. Er baut hier so ein bisschen das Gleiche. Da hat auch eine Caitlyn und einen Shen. Ihr könnt natürlich auch immer hier an der Seite drauf gucken und da zeigt es euch das links direkt an. Wer was baut. Ihr könnt dann schon gucken, wie viele Leute gehen Chrono. Lohnt sich das hier selber zu bauen oder sollte man dann doch lieber auf was anderes umswitchen? Wir könnten jetzt hier, wir haben 43 Gold. Ist nur euch überlassen. Wartet ihr, macht ihr die 50 Gold hier voll, um die maximalen Zinsen zu kriegen. Oder sagt ihr, ihr schmeißt es in Erfahrung, geht bei Zeiten Level 6. Umso höher das Level ist, umso bessere Einheiten kommen. Ist es dann aber schwieriger, die Level 1 Einheiten dann abzugraden. Gucken wir doch einfach mal. Ihr könnt immer an der Seite vergleichen. Der ist jetzt zum Beispiel wieder für Level abgegangen. Hat eine Unit mehr. Aber ich sag immer so, sobald man unter 30 kommt vom Leben her, muss man dann zusehen. Entweder man lädt immer neu, dass man seine Champions dann auf Stufe 3 bekommt. Oder man geht dann für Erfahrung. Gibt es natürlich auch die verschiedensten Builds, wenn ihr da mal guckt. Manchmal wird empfohlen, immer das Gold, was man hat, gleich zu verwürfeln. Um bei Zeiten die Level 1 oder Level 2 Champions zu bekommen. Ja, oder ihr spart euch wirklich das Gold, so wie ich es jetzt hier mache. Wir kriegen also in der nächsten Runde 10 Gold. Das ist relativ nice. Wenn es jetzt so wie hier ist, 52 Gold, also mehr als 50 Gold. Wir bekommen jetzt nie mehr Zinsen, wenn wir 60 Gold haben. Und deswegen lohnt sich das hier dann nie. 52 Gold lasse ich jetzt trotzdem hier drauf. Weil selbst wenn ich jetzt auf neu laden mache, Entschuldigung, haben wir ja dann wieder 50 Gold und müssten ja dann, wenn wir hier unten irgendeinen Champion entdecken, den wir haben wollen, den holen und liegen dann aber unter den 50 Gold, würden also quasi nie so viel Zinsen rauskriegen. Guck mal, das könnte hier, nee, das wird auch wieder nichts. Aber das ist alles nicht so schlimm. Er hat auch wieder reingecashed hier, hat versucht abzugraden, hat aber nur drei Leute, die Stufe 3 sind, Stufe 2 sind. Wir gucken jetzt wieder, ist Chrono dabei, sind zwei Stück. Chrono ist Wukong und Shen. Schnappen uns hier den Wukong, weil wir schon heute versuchen, die Chronos zu bauen. Wir gucken, wie weit wir kommen. Hat nicht viel zu bedeuten. Wukong müsste aber auch noch was anderes mit sein. Ich glaube, das war ein Frontkämpfer mit. Könnte man dann auch versuchen, Chrono und Frontkämpfer zu bauen. Oder suchen uns hier noch einen Raufbold, dass der wenigstens noch ein bisschen mehr Leben bekommt.
alles offen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir 63 Gold. Wir machen jetzt hier Level Up. Einfach, damit wir noch was reinnehmen können. Nehmen noch ein Chrono mit dazu. Und wenn wir jetzt noch einen hätten, könnten wir vielleicht sogar schon auf den 6er Chrono gehen hier. Muss mal gucken, wie das aussieht. Verlieren wir natürlich dann unseren Beschützer-Buff. Aber so viel war das jetzt nie ausgemacht. Und das nächste Gold, was kommt, werden wir wohl reinrollen. Einfach damit wir unsere Champions dann langsam so auf Stufe 2 bekommen. Es sind noch viele Einser dabei. Da ist es natürlich schwierig dann gegen Level 3er oder andere Sachen zu gewinnen. Aber ihr merkt jetzt hier selber schon, wir haben hohes Angriffstempo. Und ja, wenn jetzt hier einige noch Level 2 gewesen wären, hätten wir ihn an der Stelle schon besiegt. So, wir verrollen unser Gold so ein bisschen. Gerade so, dass wir noch über der 50 bleiben. Hier haben wir auch noch einen Chrono, Level 4. Ah, ist natürlich gut. Da müssen wir jetzt die Beschützer ja holen. Mal die weggeben. Guck mal einfach mal. Wir hätten jetzt noch eine Riven, die ebenfalls Chrono ist. Man kann dann immer nach Fähigkeiten aussortieren. Ja, hat mal zweimal Blitzcrank. Das sah auch lustig aus. Können wir mal gucken, was hat die Caitlyn hier für ein Angriffstempo? 1,6, 1,8. 2,10. Das steigt halt immer, umso länger das Match geht. Weil das addiert sich natürlich dann, das Angriffstempo. Haben jetzt einen Sieg eingefahren. Es ist lange noch nichts gewonnen. Jetzt kommen wir wieder zu der Ad-Phase. Hier können wir umstellen. Das sind solche Ads, die springen hinter die aktuelle Welle. Bedeutet also, dass wir unsere Fernkämpfer vorstellen. Unsere Nahkämpfer hinten ranstellen. Weil die werden gleich hier rüberspringen. Und Damage verursachen. Wir können natürlich hier wieder reinrollen. Und gucken, ob wir hier noch ein paar Chronos zusammenkriegen. Nur 3 Items, okay. Mal direkt wieder Geld einsetzen hier. Ich darf natürlich nie vergessen, das dann wieder zu tauschen hier nach der Welle. Ist mir auch schon passiert, dass die dann vorne standen. Jetzt haben wir hier 71 Gold. Könnte man natürlich auch 2 da reinstecken oder 3. Und dann hier wieder versuchen, mal Chrono zu bekommen. Hier haben wir tatsächlich ein BF. Ist auch nicht schlecht. Das BF. Und den Blutdürster würde ich jetzt der Caitlyn oder dem Ezreal geben. Je nachdem, wer jetzt hier mehr Damage verursacht. Greifen natürlich immer schneller an. Und es ist dann schwierig für den Gegner da noch mitzuhalten. Hat natürlich auch hier ein paar Beschützer gebaut. Klingmeister. Das sieht mir nach Klingmeister aus, ja. Und ihr seht, wir halten uns jetzt so bei den 52. Machen wir nochmal einen Shen. Gehen hier wieder für 2 Level Up. Rollen immer rein. Und wir bleiben natürlich immer so an der 51 dran. Könnten jetzt den noch verkaufen und dann hier noch für eine Riven gehen an der Stelle. Wir haben gesehen, jemand hat Blitzcrank dabei. Und nehmen die Riven jetzt hier einfach ans Ende. Damit, wenn der Blitzcrank versucht, jemanden zu hooken, der natürlich die Riven erwischt hier hinten und nie unseren Ass oder die Caitlyn. Wäre natürlich schön, wenn wir noch einen Shen kriegen würden oder ein bisschen was für die Frontline. Aber ihr seht, vom Damage her sieht es ganz gut aus. Er hat jetzt hier 77 Leben auf 65. Hat nicht viel zu sagen, wenn ihr am Anfang so ein bisschen behind seid.
Wir hatten noch nie mal das BF drauf. Geben das jetzt also der... Er hat den Blutdürster drauf. Geben das der Caitlin. Und die hat natürlich dann 15 Damage mehr. Und teilt einfach mehr aus. Könnten mal gucken. Morello Nomicon bringt nicht viel, weil die hat nur eine Fähigkeit. Haben wieder 62 Gold. Und suchen uns jetzt unsere Chronos hier zusammen. Oder... Och nee. Chen ist mittlerweile Level 2. Bei solchen Sachen können wir ruhig mal ein bisschen rein. Jetzt sind wir zwar unter die 50 Gold gekommen. Aber ist nicht ganz so schlimm. Das BF gebe ich jetzt auch noch der Caitlin. Das BF gebe ich da auch noch der Caitlin. Macht sie mittlerweile 111 Schaden. Mit ihren Auto-Attacks. Hier haben wir irgendwas. Hier ist wieder der Darius dabei. Haben wir natürlich nicht ganz so viele Chancen. Wobei der gar nicht so viel Damage gemacht hat diesmal. Hat aber auch das Crit-Item noch nie. Er hat ja schon eine Naturgewalt. Hat also eine Unit mehr als wir. Gucken, dass wir wieder einen Chrono erwischen. Das wäre die Caitlin. Und uns würde nur noch Thresh fehlen. Dann hätten wir einen 8er Chrono. Und würden jede halbe Sekunde 15% Attack Speed bekommen. Das wäre halt richtig krass. Aber dafür wären zu viele Chrono bauen. Er hat ein paar Chronos dabei. Gehen mal kurz durch. Er hat sogar einen 4er Chrono hier dabei. Er hat 2 Chronos. Ich glaube 7. Ja, man kann das dann halt nie vermeiden, dass dann viele ebenfalls diesen Chrono-Weg gehen. Hier haben wir nochmal ein Ezreal. Sind wieder unter den 50 Gold. Das gefällt mir natürlich nicht so sehr. Hätte ich vorher aufhören müssen. Aber wir sind auch bei dieser 30er-Marke. Bedeutet also, wenn wir unter 30 fallen, geben wir unser ganzes Gold aus. Um einfach noch zu versuchen, die Units Level 3 zu bekommen. Natürlich eine Syndra hier, die teilt auch sehr gut aus. Gut, dass die Caitlin hier überlebt hat. Und die stackt das Attack Speed. Normalerweise gibt es Items dafür, um das Attack Speed so hoch zu bringen. Wir haben noch die 30. Das nächste ist eine Ad-Welle. Bedeutet also, dass wir hier ganz gemütlich upgraden können. Ich baue mir jetzt die 2 Gold, um auf der 50 zu bleiben. Haben wir noch so ein Leben-Item, was wir noch einsetzen können? Lohnt sich aber zurzeit nie. Man könnte auch überlegen, wenn wir jetzt einen Thresh durch Zufall kriegen, ob wir unser ganzes Gold in die Erfahrung reinstecken, um Level 8 zu werden, um den Chrono-Buff voll zu kriegen. Wir teilen hier schon richtig aus. Das gewinnen wir auch, die Runde. Und wir haben den Vorteil natürlich, wir haben immer noch unsere 50 Gold, die hier für uns arbeiten nebenbei. Wir kriegen aber Zinsen, wir haben immer ein bisschen mehr Gold wie der Rest. Hier können wir das alles so lassen. Gucken, ob wir hier wieder Glück haben. Hier ist noch eine Riven. Und ja, ist natürlich jetzt das Problem, dass viele Chrono bauen. Und ihr müsst immer dran denken, das, was ihr hier unten rauskauft und bei euch stehen habt, ist bei den anderen hier unten nie im Pool mit drin. Wenn ich jetzt quasi sehe, hier baut jemand Darius und hat fast Level 3 und ich sehe hier unten 2 Darius, dann hole ich mir die natürlich, einfach damit der sie nie kriegen kann. Dann liegen sie zwar bei mir rum und blockieren hier so ein bisschen Platz, aber solange wie ich den Platz nie brauche, blockiere ich dem gerne den Stufe 3 Darius. Da müssen wir mal gucken, wir haben jetzt hier noch einen Red Buff, das könnten wir...
Caitlyn geben. Da macht die mit ihren Auto-Attacks mehr Damage. Wobei ich auch gern den Ezreal ein bisschen hochgezogen hätte gern. Also geben wir den Red Buff dem Ezreal hier. Und hier vorne einfach der Tankline, dafür, dass die noch ein bisschen stärker wird. Noch ein bisschen M-Riesen. Ah, da war, glaube ich, gerade ein Blitzcrank. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hier haben wir den Xerath. Hier haben wir nochmal einen Blitzcrank. Wir müssen da natürlich immer gucken. Es ist wahrscheinlicher, dass wir Blitzcrank 3 kriegen als den Twisted Fate. Quasi diesen Zauberer, der hier mit am Werkeln ist. Oder der andere Chrono, der uns hier so ein bisschen das Leben schwer macht. Wir sind unter 30. Bedeutet für uns, dass wir unser Gold ausgeben. Weil es sonst sein kann, dass das hier nur rumliegt. Ist nochmal ein Blitzcrank. Müssen wir jetzt wieder gucken. Lass mal das. Hier ist Riven 2. Sehr schön. Hier ist nochmal ein Shen. Wird aber auch nichts werden. Den kann ich hier klein mit kaufen. Einmal nochmal ein S. Nochmal ein S. Ihr könnt es jetzt ruhig ohne Bedenken ausgeben, das Gold. Hier ist nochmal ein Blitzcrank. Bedeutet also, in der nächsten Runde haben wir Blitzcrank 3. Aber ich bezweifle, dass das hier ausreicht im Großen und Ganzen. Sollte aber als Erklärungsvideo noch passen. Einfach mal so, um einen groben Überblick zu kriegen. Blitzcrank ist jetzt hier 3. Und macht mit seiner Hook, also der zieht den Gegner ran, macht er jetzt 1300 Damage. Das optimalerweise wäre jetzt natürlich ein Blitzcrank hier in Ezreal nicht schlecht. Hier haben wir nochmal 2, also können wir das hier verkaufen. Gehen noch für Ezreal 3. Und ja, wir könnten jetzt das Item von der Caitlyn noch hergeben. Und dem Ezreal Sternvernichter bringt uns nie so viel. Wir geben das der Caitlyn einfach, damit die nochmal 10% Crit-Chance hat. Es geht hier drüben schon ein bisschen um die Wurst. Also, ein Spieler ist ausgeschieden. Jetzt der zweite durch mich. Aber ihr seht, es kann dann... 3 Spieler sind ausgeschieden jetzt. Es geht dann relativ schnell. 4.900 Schaden durch den Ezreal, alleine weil der Level 3 geworden ist jetzt. Und hier hätten wir dann unseren 8. Chrono tatsächlich. Ich nehme den mal mit. Aber weiß jetzt genau, ich kann nie auf 8 hochgehen. Hätte ich jetzt noch das Gold, dann könnte man jetzt noch upgraden schnell. Aber ich glaube nicht, dass das das ausmacht am Ende. Könnten den jetzt natürlich trotzdem austauschen gegen den Twisted Fate. Ja. Und damit können wir eigentlich bloß abwarten. Zählt als Nahkampfeinheit, glaube ich sogar. Der zieht dann halt einen Champion von der Championbank mit runter. Und gibt uns quasi ein Champion mehr. Ich weiß allerdings, nee, wenn der jetzt den Twisted Fate ziehen würde, ob dann automatisch der Buff aktiviert wird. Müssten wir jetzt einen 8er Chrono haben normalerweise. Aber das sieht nicht so aus. Das war der, der hier am meisten Gold hatte tatsächlich. Oder am meisten Leben. Wir gucken einfach mal. Es sieht ganz gut aus. Er hat zwar hier einen Lucian, der 3800 Schaden macht, aber wir haben unseren Ezreal dabei. Wir können jetzt versuchen, für Level abzugehen, können aber hier anhand der Schritte sehen, die jeweils 4 Gold wert sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir können uns also ausrechnen, wie viel Gold wir ungefähr noch brauchen. Ist natürlich mit 14 Gold nie machbar an der Stelle, also... würde ich jetzt hier einfach sparen.
bis wir dann das Gold zusammen haben. Wenn wir noch so weit kommen, könnte natürlich auch sein, dass ist over hier gleich. Der Darius legt jetzt hier los. Und noch eine Riven, die auch sehr gut mit dabei ist. Reicht natürlich gerade so aus hier. 10.000 Schaden. Wir halten uns hier so über Wasser mit unserem neuen Leben. Hört uns überhaupt nie. Kommt nochmal ein bisschen Gold mit rein. Das ist nochmal so ein kleiner Boss, der zeigt direkt an, was es für ein Item, was er für ein Item droppt. Wäre quasi wieder dasselbe Item, was unser Thresh hat. So ein bisschen Tank-Item, das gibt dann nach ein paar Treffern einfach M-Resi und Rüstung dazu. In dem Bossfight natürlich nicht schlecht, weil das alles an den Boss geht. Eben das natürlich unser Tank-Unit hier, dem Wukong. Der hat auch Wamoks Rüstung drauf. Bedeutet, dass der 1000 zusätzliches Leben kriegt. Und eigentlich, dass er es ein bisschen regeneriert. Gehen hier für Level Up, nehmen den Twisted Fate mit rein. Und haben dann hier 8er Chrono. Nicht schlecht. Wir könnten hier für den Rumble gehen, einfach damit der Thresh dann den Rumble reinholt. Jetzt ist es natürlich krass, es gibt jede halbe Sekunde Attack Speed für uns, was diesen Chrono-Buff eben so interessant macht, weil es ja auch jede Unit betrifft. Es ist nicht bloß eine Unit oder zwei Units, es gibt jeder Unit aller 0,5 Sekunden 15% Attack Speed. Die Caitlyn war jetzt in der kurzen Zeit schon auf einem 5er Attack Speed. Ihr habt gesehen, es gibt diesen kleinen Goldrahmen, wenn man eine gewisse Rundenanzahl erreicht hat. Ich kann jetzt nochmal hier versuchen, den Wukong auf 3 zu bekommen. Zeigt es uns hier aber leider nie an. Nee. Ja, und jetzt warten wir quasi ab. Gucken mal, was uns die anderen so entgegenzusetzen haben. Scharfschütze und Frontkämpfer. Das müsste der Klingmeister sein und Chrono. Klingmeister, Chrono, genau. Der macht uns hier natürlich. Hat schon 3 Level 3 Einheiten mit dem Master Chi zusammen. Relativ nice gewesen. Ja, gut. Es ist, wie gesagt, zum Ende hin alles offen. Je nachdem, wer am meisten Glück hat oder die besten Items zusammenbekommt. Es lohnt sich auch manchmal, die Items einfach noch da liegen zu lassen und erst auf die richtigen Champions zu warten, um die dann jeweils richtig zu kombinieren und auf die passenden Champions zu setzen. Und ja, das soll erstmal so kleines Erklärvideo gewesen sein. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ich jetzt vergessen habe, irgendwas Wichtiges oder dann droppt mir das ruhig in die Kommentare rein. Und gucken noch ganz kurz, wie das hier ausgeht. Der ist auch weg. Und er hat gewonnen hier. Der Chrono Klingmeister. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Pete Plays.